Hi und herzlich willkommen zurück hier beim Mobile Gamer Guide, dem wohl besten Kanal, wenn es um mobile Videospiele geht. Und dazu gehört auf jeden Fall Last Day on Earth. Wir spielen das Spiel weiter. Ihr wisst, ich bin derzeit extrem hängen geblieben an diesem Game. Und ich möchte euch zeigen, was ihr auf keinen Fall vernachlässigen dürft, wenn ihr das Spiel auch neu spielt. Und zwar den Hafen. Im Hafen gibt es zwei Gebiete, die für Anfänger noch nicht geeignet sind. Das meine ich jetzt nicht. Nämlich gibt es einmal die Kanalisation, da war ich selbst noch nicht drin. Dafür brauche ich einen Stromgenerator, um das abzupumpen. Habe ich noch nicht. Und dann gibt es noch das Labor. Und das Labor ist sowieso derzeitiger Endcontent, möchte ich mal sagen. Die Gegner dort sind wirklich High-Level, bockschwer. Deswegen da noch nicht reingehen. Kümmert euch erstmal, dass ihr gut aufbaut, auflevelt, dass ihr dann später raiden könnt. Das bin ich ja auch gerade derzeit mit dran. Ich bin jetzt Level 125, das heißt, mir fehlen noch 25 Level, damit endlich das Raiding-System ist. Sammelt euch erstmal einiges an Waffen und so auf. Macht erstmal Bunker, macht Polizeirevier, macht hin und wieder mal die Farm, wenn ihr Dings haben wollt, nämlich Blaupausen, also Mods für Waffen. Macht dann die alte Farm. Und was noch? Dann Bunker Bravo ist auch noch zu schwer. Bunker Bravo müsst ihr dann machen später, wenn ihr dann ATV macht. Aber kümmert euch erstmal um den Chopper, das ist wichtig. Aber was ihr auf keinen Fall vergessen dürft, ist hier im Hafen dieser Bereich hier. Hier kann man nämlich Kisten herstellen. Ich habe hier derzeit keine, aber ich habe jetzt ein paar Items mitgebracht. Und was machen wir jetzt? Wir machen uns mal eben 10 solcher Holzkisten. So, da haben wir 10 Holzkisten gemacht und wir machen uns 10 von den verbesserten Kisten. Dafür braucht man 3, ihr habt gerade gesehen, wir brauchten 3 normale Holzbalken und ein Seil für eine Holzkiste. Und für so eine verbesserte leere Werkzeugkasten brauchen wir 3 Eisenbarren und einmal Altmetall. Habe ich halt alles dabei. Wofür die anderen Items sind, zeige ich euch gleich. Wir haben 13 Stück davon und 10 von den Holzkisten. Jetzt können wir, ich habe sogar noch einige gehabt. Schön. Hätte ich gar nicht so viel herstellen müssen. Jetzt können wir halt die Holzkisten hier an. Ihr könnt auch auf Rezepte klicken. Ihr seht es. Jetzt heißt es, die Kisten zu füllen. Ich habe hier ein paar Sachen mitgebracht. Und jetzt füllen wir halt die Kisten. Wofür wird das benötigt? Werdet ihr gleich sehen. Falls ihr euch das gefragt habt. Ich habe es auch lange Zeit eigentlich vernachlässigt. Und dann habe ich es gemacht. Und man kriegt halt wirklich guten Loot hier. Deswegen haltet das wirklich im Auge, dass ihr es auch macht. Ich packe das mal eben alles ins Depot, damit es mal eben den Platz nicht verschwendet. Hier gibt es jetzt 2 verschiedene Möglichkeiten. Auch nämlich einerseits mit Hammer, Kleber und Nägel oder halt mit Schraubenschlüssel, Kleber und Bolzen. Wir machen jetzt mal eben mit Schraubenschlüssel, Kleber und Bolzen schon mal 2 Stück. Und dann Hammer, Nägel und Kleber. Hammer nachlegen. So, ich habe noch so viele leere Kisten dann übrig. Nächstes Mal brauche ich die nicht machen. Das ist gut zu wissen. Jetzt haben wir halt ein paar Kisten. Die nehmen wir uns jetzt mal eben mit. Die vollen Kisten. Dann gibt es diesen Bereich, diesen Tisch hier. Und an diesem Tisch seht ihr jetzt Lieferterminal. Da habe ich jetzt diese Werkzeugkästen und halt Holzkisten. Dafür kriegt man Belohnung. Und hier gibt es dann noch Fragezeichen. Was ist damit gemeint? Die Belohnung, diese Punkte, die man bekommt, sind hierfür dann gedacht. Dabei schließt man halt Lieferungslevel ab. Wenn ich jetzt Level 6 erreiche, fehlt nicht mehr viel, habe ich gleich, kriege ich halt ein MGL. Ab Level 10 gibt es eine Schiffsschraube. Und zwischendurch gibt es halt immer mal wieder Kranschlüssel, um halt Kisten rauszuholen, die man mit dem Säurebad dann freischalten kann. Jetzt fangen wir mit den Holzkisten an. Ich habe derzeit 2 Slots freigeschaltet. Man kann auch hier für 20 Münzen die hochwertigen. Die gibt es dann mehr Belohnungspunkte. Aber wir packen jetzt hier 2 Stück hiervon rein. Wir können es versichern für 2 Goldmünzen. Das heißt, dann können sie nicht kaputt gehen. Aber bei 12, das lohnt sich bei den Holzkisten nicht. Das machen wir bei den hochwertigen. Jetzt müssen wir, hier seht ihr gerade bei mir, abwarten bis 100% ist. Zwischendurch passiert etwas. Die Straße endet dort drüben. Welchen Weg sollen wir einschlagen? Wir gehen durch das Dickicht. War keine gute Idee. Wir haben Teile der Ware verloren. Hätten wir jetzt versichert gehabt für 12, hätten wir die Teile jetzt nicht verloren, wäre versichert gewesen. Aber wie gesagt, das lohnt sich bei so kleinen Sachen nicht.
Wir haben halt, wie gesagt, ein Fragezeichen hier. Das heißt, eine Sache kann passieren. Wir gehen zur Störquelle und wir haben halt Aluminiumdraht bekommen. Und das ist das halt, man kann halt Sachen zwischendurch finden. Und das finde ich halt ziemlich cool. Da habe ich auch eine Gitarre bekommen. Ich habe auch von ATV, glaube ich, etwas bekommen gehabt. ATV-Getriebe. Also man kann da wirklich einige Sachen halt auch bekommen. Ich habe da auch eine Schusswaffe, meine ich, bekommen gehabt. Hier, drei Tierfälle. Schön, nehme ich mit. Schließen wir ab. Und jetzt kommen halt die hochwertigen. Davon haben wir derzeit wie viel? 5 Stück? Ne, 6 Stück. Sehr schön. 6 Stück. Das heißt, wir können wirklich hier die 2 Stück einsetzen. Da versichere ich auch noch nicht. Wir versuchen, den Baum aus dem Weg zu räumen. 3 Pilze bekommen. Und die Sachen landen auch direkt in eurer Tasche. Nicht in der Inbox, sondern... Die Straße ist von Plünderern versperrt. Sie fordern, dass wir ihnen die Pakete geben. Was sollen wir tun? Wir wehren uns. Ha! Hat sogar unseren Ruf verbessert. Gibt nochmal 4 obendrauf. Schließen wir ab. Die nächsten 2. Der Mann ist auf der Straße gelaufen. Er bittet uns um Hilfe. Halten wir an? Natürlich, wir müssen helfen. Dafür gibt es 2 Dosenfutter. Wir haben einen Notruf erhalten. Wir geben die Koordinaten ein. Und wir haben die Dosen wieder verloren. Egal. War jetzt zum Glück nichts Wertvolles. Dosenfraß. Und die letzten 2, die wir abgeben. Wieder Plünderer. Wir wehren uns. Ah, da haben wir einen Teil der Ware verloren. Aber egal. Schließen wir auch ab. Damit haben wir es jetzt abgeschlossen. In 24 Stunden ist es wieder ab. Dann kann man es wieder... Ja. Neu... eintragen und jetzt haben wir halt hier unsere Waffe bekommen und sind jetzt bei 50% hier auch schon wieder abgeschlossen für den nächsten Kranschlüssel für die nächste Tour. Und so schaltet man nach und nach Sachen frei und oder halt dann neue Kistenslots oder halt dann die verbesserten Kisten, die man abgeben kann und so weiter und so fort. Also es macht dann doch schon sehr viel Bock und Laune und lohnt sich halt auch. Wir haben jetzt halt hier noch 4 von den Holzkisten drin geschlossene und wir haben halt wie gesagt jetzt eine neue geile Waffe, die wir halt zum Beispiel im PD verwenden können. Die packen wir hier wieder rein. Die Nägel nehmen wir einfach mal mit. Haben noch 13 leere Werkzeugkästen. Und dann kann man halt, wie gesagt, auch noch die höherwertigen machen. Aber dafür braucht man zum Beispiel Plastik. Habe ich genügend, aber ich habe Gummi, habe ich glaube ich, ein Gummi habe ich gerade. Hier Stahlplatten und Eisenplatten für eine seltene Materialienkiste. Da könnte ich sogar einige von machen. Das hätte ich. Nur, die könnte ich halt nicht füllen. Ich habe kein Zement. Aluminiumplatten hätte ich, ein Eichenbrett hätte ich auch. Oder hier habe ich halt keinen Glasfaser, um halt diese Kisten zu füllen. Deswegen lohnt sich das jetzt nicht. Kühltaschen, kommt halt Essen rein oder halt Verband und Alkohol. Das sind ja Sachen, die hat man noch so. Glasfaser, wenn ihr euch fragt, wie kriegt man Glasfaser oder Zement, die kann man hier herstellen. Hier hat man eine Glasfaserwerkbank. Dafür braucht man Glas und Bauxit. Bauxit bekommt man halt ja, wenn man Eisenerzressourcen abfarmt in den roten oder gelben Gebieten, kann man hin und wieder Bauxit bekommen. Glas bekommt man in der Kanalisation, meine ich, hier unten, also da, wo der Mann gerade arbeitet, ragt ja gerade hier, wo meine Maus ist, ragt ja ein Schlauch gerade rein und das bekommt man, da kommt man rein, wenn man hier einen Stromgenerator reinpackt, wenn man hier den Stromgenerator reinpackt, dann wird das Wasser abgepumpt, dann kann man in die Kanalisation und dort findet man halt auch diese Materialien. Und Zement würde man bekommen, indem man, zack, hier hingeht und hier bei dem Zementmischer muss man halt einiges abgeben, nämlich Sand, Kalkstein, Bauxit und Wasser für 3 Zement. Also sehr viele Ressourcen, die man abgibt für 3 Zement. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher bekommt man Sand? Sand ist halt schwierig zu bekommen. Es gibt halt ein Sandvorkommen. Da kommt man aber nur mit dem Motorboot hin. Also, ich meine, da kommt man nur mit dem Motorboot hin. Ich weiß nicht, ob man in der Kanalisation Sand findet. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kenne jetzt diesen Sandhügel. Den sieht man auch schon auf der Map. Zeigen euch eben hier diese Sandgrube. Da kommt man aber hin, wenn man wirklich mit einem Motorboot hat, kann man halt wirklich hier rinfahren und Motorboot ist halt wirklich schwer erstmal zu bekommen.
Wir machen noch eben schnell Motel fertig zum Ende des Videos und holen uns die Granate, die dort ist, die wir gebrauchen können. Und ich habe demnächst wieder einiges zu tun. Ich habe hier Bunker wieder offen, ich habe Police Department offen, ich habe alte Farmen offen, die ich machen kann. Aber weiß nicht, ob ich das dann wieder in einem Video mache, wie ich wieder Bunker Alpha zum x-ten Mal wiederhole, oder ob ich euch dann einfach mal so bei anderen Sachen mitbringe. Oder, oh, ich habe ja gar keine Waffe dabei. Habe ich eine Waffe in meiner Inbox? Hammer. Nehmen wir einen Hammer. Was soll der Geiz? Ich habe sonst keine Waffe. Also wird mit einem Hammer geklöppt. Ich habe Waffen vergessen. Ich hätte noch in meinen Dings eine Glock. Ja, aber die verschwende ich jetzt nicht. Nicht fürs Motel. Vor allem, da ich eigentlich hier hingehe, nur rein für die Granate, weil hier ist kaum was drin, was ich brauche. Ich schaue natürlich nach, aber meistens lohnt es sich hier nicht. Hier hat man schon mal Klamotten. Ich nehme die jetzt mit, weil ich habe letztens Hosenprobleme gehabt. Ich hatte keine Hosen mehr und hatte keine Items, um mir welche herzustellen. Durch diese scheiß Sachen hier für dieses Nordkalt-Nordgebiet habe ich ja sehr viel verschwendet gehabt. Wir trinken mal was. Dann holen wir uns eben diesen Gaskanister und springen uns da diesen Weg frei. Gaskanister hin und braucht ein paar Schläge. Der denn Seil? Ich kann Seil eigentlich auch gebrauchen jetzt. Ja, man braucht natürlich jetzt einiges mehr an Schlägen, ne? So, und hier kommt man ja nur rein, wenn man Einbrech hatte. Das habe ich ja zum Glück jetzt. Was sehr schön ist. Ich kann schon fast normal mit der Faust draufschlagen. Bevor mein Hammer ganz kaputt geht, wechsle ich die Waffe und gehe auf Faust über. Und da haben wir unsere Granate. Unsere obligatorische. So, ich wollte jetzt erstmal hier hin, um die Kisten hier zu öffnen. Vielleicht habe ich ja Glück, dass irgendwie so ein Paddel oder so drin. So, das lohnt sich. Oh, das lohnt sich jetzt nicht. Wie gesagt, Seile kann ich jetzt derzeit auch gebrauchen. Ich habe sehr viel Seil schon wieder verschwendet. Kriegt man ja aber immer. Kann ich alles eigentlich gebrauchen? Ich nehme alles mal mit. Dann schauen wir hier mal nach. Auch keine Waffe, aber dieselben Items. Jetzt wird es natürlich so, wo ich denke, gegen jetzt den Heuchler mit so einer Waffe. Ja, von mir aus, aber ich habe jetzt keine Zeit. Gegen den Heuchler jetzt mit so einer Waffe antreten. Okay. Oh, verdammt. Ah, und da brüllt sie mich an. Komm. War sehr lange paralysiert von ihrem Schrei. Ja, okay, geht ja doch noch. Nicht schnell genug. Und weiter wird geschlagen hier. Nichts fallen lassen. Das ist aber traurig. Ich hoffe, dass die hier aufreißen. Ich habe nämlich keinen Ball dabei. Müsste ich einmal außen rumlaufen und Holz und Steine sammeln, um einen Ball zu bekommen. Oh. Das ist natürlich fein. Mein Handy klingelt gerade.
So, dann haben wir den Bereich auch eben geschafft. So, dann schauen wir mal hier nach, was hier drin ist. Kleber wäre eigentlich nicht schlecht, aber... Ja, komm, Kleber ist eigentlich das Wichtigste gerade von den Sachen. So, die sind auf jeden Fall auch rausgekommen. Jetzt gibt es nur noch diesen Bleeblubber hier. Aber die brechen leider nicht aus. Schade. Hier habe ich dann das Problem, dass die nicht rauskommen. Oh. Und nochmal ein Knüppel. Machen wir mal eben so. Und den dahin. Die Stiefel sind besser als die, ne? Packen wir das Wasser weg. Sieht eigentlich aus. Oh. Ja, komm, kann ich auch direkt anziehen und die wegtun. Dann habe ich ja doch. Aber ich nehme da ein Tuch mit. Könnt ihr mal. Oh. Kann ich mal eben pinkeln? Extra so, damit man es nicht sieht hinter der Wand. Da oben wäre jetzt noch dieser Ofen für etwas Kohle und. Und ein Holzbrett meistens. Und noch ein Bereich, wo etwas drin sein könnte, aber. Ob da wirklich was drin ist, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Ganz ehrlich. Ich habe da so meine Zweifel. So, die Waffe packen wir jetzt mal dahin, weil hier könnte ja auch noch was drin sein. Und in dem Grill ist meistens so schön ein Truthahngericht drin. Deswegen gucken wir da auch mal nach. Jetzt nicht, jetzt ist da was anderes drin. Sieht eigentlich mit der Hose aus, sie ist auch schon fast kaputt, aber die kann ich ja noch in den Recycler packen. Und damit haben wir das Motel auch eben abgeschlossen. Neue Granate ist am Start. Meine Basis wird immer weiter vorangeschritten, was Steinwände angeht. Kann ich euch auch mal ganz kurz auf den Laufenden bringen. Dafür eben ab nach Hause, damit ihr es auch mal eben seht. Bin da die ganze Zeit fleißig immer Bretter am machen, aber die Bretter verwende ich halt auch, um Kohle zu machen. Um halt Level 2 Wände, meine ich jetzt die Standard-Kiefernbretter. Gewöhnliches Brett. Eichenbretter muss ich jetzt wieder, ich muss wieder in den Eichenwald gehen, um dort wieder weitere Eichenbäume zu farmen, also zu fällen, nicht zu farmen, zu fällen, damit ich halt Eichenbretter machen kann. Und ja, hier seht ihr jetzt mal ganz kurz jetzt meine Basis. Ich habe diesen Bereich schon komplett in Stein gemacht, genauso wie hier, wo mein Säurebad drin ist. Und jetzt bin ich gerade dabei, wo meine ganzen Werkbänke drin sind, das jetzt zum Stein zu machen. Fehlen mir halt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wände, die ich machen muss als Steinwand. Dann habe ich diesen Bereich auch fertig. Danach kommt da, wo mein Ofen ist, der Bereich dran. Und dann weiß ich noch nicht, vielleicht da, wo hier, wo mein Recycler ist, der große Raum. Und halt, ich fange wirklich mit den ganzen Räumen hier erstmal an, da ich diesen Innenbereich mache, ehe ich die Außenwände verstärke. Ob ich das wirklich schaffe, bevor ich raide, hier alles in Stein zu haben, wage ich zu bezweifeln. Aber zumindest an Level 2 muss ich dann noch etwas machen, dass wenn ich dann geradet werde, wenigstens etwas geschützt ist. Nun denn, wir haben wieder auf jeden Fall zwei Hämmer für unsere Lager. Also für diese Lieferungen im, nicht Lagerhaus, im Hafen haben wir jetzt da schon wieder etwas. Ist natürlich auch sehr hilfreich. Das packen wir im Dings rein. In der Kiste, wo der Recycler ist. Ihr seht jetzt gerade, wie viele Items mir hier schon wieder fehlen. Oh, da habe ich jetzt falsch gedrückt. Das passiert mir so oft, dass ich aus Versehen den falschen Knopf drücke. Habe ich jetzt hier alles? Ich glaube ja. So, dann noch in Schuhe rein.
Die Hose kann ich auch da, wo der Recycler ist, hinpacken. Die eigentlich auch. Ich packe die auch mal dahin, wo der Recycler ist. Vielleicht kriege ich dann auch etwas an Fell wieder. Wäre auch was Feines. So, aber ich möchte euch jetzt nicht mit meiner ganzen Sache hier langweilen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, so lasst dem Ganzen doch einen Daumen da oben da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und aktiviert die Glocke und kommentiert vor allen Dingen was Feines. Kommt mit mir in Kontakt, kommentiert was Schönes, würde mich freuen. Das war's auch von mir jetzt für heute. Vielen Dank fürs dabei sein. Mein Handy klingelt schon wieder. Ich muss rangehen. Also bis dann, reingehauen. Ciao, ciao.